In diesem Video erkläre ich dir, wie du einen privaten Geschäftsbrief Schritt für Schritt schreibst. Das ist ein Wunschvideo für Azar von lernförderung.de. Was ist eigentlich ein privater Geschäftsbrief? Das widerspricht sich ja fast ein bisschen. Dabei handelt es sich um einen Brief, den du als Privatperson schreibst, aber an eine Behörde oder an ein Unternehmen. Du hast dafür keinen Vordruck. Und du hast ein persönliches Anliegen. Beispiel: Du hast eine tolle Stellenanzeige gesehen und möchtest dich bewerben als Privatperson. Wie machst du das? Was brauchst du dafür? Du brauchst natürlich ein Blatt Papier, am besten weiß, einen Stift, einen Umschlag und, wenn du es nicht mit der Hand schreiben möchtest, einen PC. Das geht natürlich auch. Was gehört in einen Geschäftsbrief? Auf jeden Fall dein Absender, dein Vor- und dein Nachname und das Datum. Dann den Namen der Firma und vielleicht den Namen der Ansprechperson, falls du einen hast. Dein Betreff, also worum es geht. Dann die Anrede, dein Anschreiben mit Einleitung, Hauptteil und mit Schluss. Einen Abschluss und deine Unterschrift und eine Anlage, falls du eine hast. Ja, so geht das. Aber wie sieht das jetzt genau aus? Beispiel: Bewerbung für eine Stelle. Oben kommt dein Absender hin. Sandra Lob, Andreasstraße 5 aus Bonsen. Und rechts dann das aktuelle Datum. Dann kommt die Adresse der Firma auf den Brief, bei der du dich bewerben möchtest. Darunter dann der Betreff Stellenanzeige Pflegekraft vom 22.04.2020. Und jetzt die Anrede. Sehr geehrte Damen und Herren. Und die Einleitung. Mein Name ist Sandra Lob und ich bin 19 Jahre alt. Hiermit bewerbe ich mich auf Ihre Stelle als Pflegekraft. Ich interessiere mich schon lange für einen Pflegeberuf und kann sehr gut mit alten oder kranken Menschen umgehen. Jetzt kommt dein Hauptteil. Nach meinem Schulabschluss im Sommer 2020 möchte ich gerne im pflegerischen Bereich arbeiten. Ich kann gut zuhören, kann mich gut in andere hineinversetzen und es macht mir große Freude, anderen zu helfen. In einem Team fühle ich mich wohl. Meine Hobbys sind Radfahren, Tiere und Kampfsport. Es wäre sehr schön, wenn Sie mir die Gelegenheit geben würden, mich persönlich vorzustellen. Und nun kommst du zum Abschluss. Mit freundlichen Grüßen, Sandra Lob. Und dann kommt noch deine Anlage, vielleicht dein Zeugnis und dein Lebenslauf. Stecke den Brief in einen Umschlag. Frankiere ihn und adressiere ihn an das Unternehmen. Vergiss deinen Absender nicht und ab in den Briefkasten. Du kannst ihn per Post schicken, aber du kannst natürlich auch eine E-Mail schicken. Was kannst du noch schreiben? Du sollst dich ja persönlich vorstellen. Du kannst noch etwas Nettes schreiben, wie für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Oder du schreibst noch etwas Persönliches, zum Beispiel mein Praktikum habe ich im letzten Jahr in einem integrativen Kindergarten gemacht. Es sollte eben zu deinem Anliegen passen. Achte auf jeden Fall auf deine Rechtschreibung. Lass noch mal jemanden drüber sehen. Erst dann ist dein privater Geschäftsbrief fertig. Was gehört also nochmal dazu? Dein Absender und deine Adresse? Das aktuelle Datum? Die Anschrift des Unternehmens? Der Betreff, also worum es geht? Die Anrede? Dann kommt eine Einleitung, ein Hauptteil und ein Schluss? Deine Unterschrift? Und deine Anlagen. Das ist der private Geschäftsbrief. Hat dir das Video gefallen? Dann gib uns doch ein Like, schreibe etwas in die Kommentare oder abonniere unseren Kanal. Wir freuen uns übrigens immer sehr, wenn unsere Videos geteilt werden. Viel Erfolg beim Schreiben eines privaten Geschäftsbriefes.